Willkommen in unserer guten Stube. Und wow, ist das eine spannende Folge für mich. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge und zu einem neuen Let's Play zu Crusader Kings 3 Tours and Tournaments. Das ganz neue DLC hier bei Let's Splinter auf dem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr einschaltet. Ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich stelle euch gleich die beiden Charaktere, die ihr hier seht, vor. Aber zunächst möchte ich, wie oft und gerne bei mir praktiziert, für all die, die neu dazuschalten, die kleinstmögliche Werbung an der Stelle loswerden. Drückt sehr gerne auf den Abo-Knopf, wenn euch das Video gefallen sollte, das wir jetzt hier zu sehen bekommen. Ich begrüße euch, Crusader Kings 3, endlich ist es da, Tours and Tournaments, das Riesen-Add-on und DLC, das am 11. Mai 2023 erschienen ist, ist jetzt hier installiert und insofern wird uns dieses Let's Play mit sehr, sehr vielen Neuerungen bereichern, die ich in Gänze noch nicht durch habe, aber wir fuchsen uns in diesem Spielstand gerne rein. Für die, die aus dem letzten Let's Play Crusader Kings 3 kommen mit dem Haus von Nassau, schön, dass ihr es wieder hierhin geschafft habt. Das war für mich auch tatsächlich noch ein bisschen Lehrgeld. Also am Ende vom Tag musste man sagen, Optimierungsbedarf allenthalben. Und insofern freue ich mich auf das neue Let's Play, das ihr hier mit mir jetzt begehen werdet. Wir gucken uns an, mit wem wir spielen und ich freue mich echt riesig auf die Geschichte. Ich erkläre euch gleich, warum. Freue mich einfach mega, dass ihr da seid. Und wir beginnen ganz, ganz gemütlich mit diesem Let's Play. Denn wir sehen hier Herzog Patrick von Flandern. Das sind wir. Und es ist ein Charakter, den ich selbst erstellt habe. Ihr seht das Haus. Ihr seht das Haus Kuddenis. Und insofern verrate ich ein bisschen was dazu. Wir spielen in Flandern und wir sind der Herzog von Flandern letzten Endes. Warum? Weil ich dort tatsächlich Verwandtschaft habe und es mich wahnsinnig reizt, hier an der Küste in der Nähe von Seeland zu spielen. Bedeutet auch tatsächlich, dass unser Lehnsherr König Philipp von Frankreich ist und nicht etwa das Heilige Römische Reich und damit Kaiser Heinrich IV. Wir sind in der, man kann es eigentlich und muss es fast so sagen, Grenzregion zum Heiligen Reich oder Römischen Reich. Nichtsdestotrotz orientieren wir uns in unserer holländischen Kultur und als Katholik ganz klar Richtung Frankreich, was in Belgien und insbesondere in Brügge bei den Wallonen immer für Spannungen sorgt und bis heute auch noch teils zu spaßeshalber ausgefochtenen Zwiespalten genügt. Herzog Patrick von Flandern ist ein selbst erschaffener Charakter, nicht der originäre Herzog hier an der Stelle. Habe ich mir selbst erstellt. Ich hoffe, dass die Werte nicht over the top sind. Insofern könnt ihr gerne kommentieren, wenn euch die Attribute hier zu krass sind. Wir sind relativ gebildet, beziehungsweise relativ hochgebildet mit einem Wert von 17, sind ein guter Diplomat, außerdem nicht oder zumindest ein passabler Verwalter, sind in der Kriegsführung allerdings schlecht und auch im Ränkespiel jeweils nur mit einem Wert von 8. Auf dem Kampf oder auf dem Feld des Kampfes sind wir noch furchtbarer und schrecklicher unterwegs. Kampfgeschick von 3. Insofern nicht wirklich begabt, was die Schlachten anbelangt. Wir gucken auf unsere Eigenschaften. Wir sind ein lüsterner Charakter. Fleischliche Gelüste lodern tief im Herzen von Patrick. Gesellig, er verbringt gerne Zeit mit anderen Menschen und er ist aber auch ehrlich und das ist tugendhaft für die Katholiken. Er misst Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit einen hohen Wert bei. Darüber hinaus, Ausbildungseigenschaft, ist ein scharfsinniger Intellektueller, woher nicht ausschließlich, aber ein guter Zug seines hohen Bildungswertes kommt. Die Ausbildung war also nicht verkehrt bei ihm. Er ist ein Gelehrter. Die Philosophie, Natur und Allgemeinbildung, nur wer etwas von der Welt versteht, kann auch über sie herrschen. Gibt nochmal einen Bildungszuwachs, ganz krass hier, feindseliges Komplotterfolgschance plus 10% und persönliche Komplotterfolgschance ebenfalls. Entwicklungszuwachs plus 15% dadurch. Wir schauen auf unsere Frau, das ist Herzogin Juliana von Flandern. Sie ist feige, großzügig, aber keusch. Und das ist natürlich ein Stück weit interessant, denn erstens, ja, die Lüsternheit habe ich meinem Charakter verliehen, aber das Keusche der Herzogin Juliana, gewiss nicht ein schöner Konterpart, den ich tatsächlich gerade erst entdecke. Und insofern wird sich zeigen, wie diese Ehe funktioniert. Sie funktioniert augenscheinlich ganz ordentlich, denn es gibt 3 Kinder und die stelle ich euch vor. Und damit wird es in Belgien natürlich ein bisschen kompliziert, was die Namensgebung anbelangt. Unser Spielererbe und Sohn ist Reinhard Patrickson Kuddenis. Patrickson, also der Sohn von Patrick. Und der erste und richtige Vorname ist Reinhard.
So nenne ich ihn jedenfalls jetzt hier. Falls die Aussprache nicht ganz perfekt sein sollte. Ich habe da zwar Verwandtschaft, aber vielleicht gibt es jemanden unter euch, der es sich angenehmer zurecht sprechen kann. Damit bin ich absolut einverstanden. Darüber hinaus haben wir Ace Brandt Patrickson Kudinis, das ist unser zweiter Sohn. Und darüber hinaus noch Yolanda Patricks Tochter Kudinis, 17 Jahre alt. Also die sind hier alle, ja, 19, 18, 17. Also die guten Zeiten sind eventuell schon vorbei bei ihr. Sie ist, wie gesagt, keusch. Das ist ja tugendhaft für die Katholiken und sündhaft für die Katholiken eben die Lüsternheit von Herzog Patrick. Das zu unserer Familie hier auf die Schnelle. Wir sind Herzog von Flandern. Wir sind darüber hinaus Graf von Brügge und Graf von Ypern. Direkt nebendran. Das sind unsere Besitztümer. Domänenbesitztümer 2 von 5, da ist also tatsächlich noch Platz im Zweifelsfalle. Und dann kümmern wir uns mal um Tours and Tournaments. Und das geht damit los, dass wir hier einen neuen Button sehen. Zu dem DLC. Ich werde euch hier jetzt nicht in Gänze durchführen zu Beginn dieses Let's Plays. Das seht ihr mir bitte nach. Wir werden das ganz gemütlich und nach herausbekommen in den nächsten Folgen. Ich bin diesbezüglich boah, nicht nur Vize, aber unterer Durchschnittsspieler und gebe gerne zu, dass ich Fehler mache. Insofern dürft ihr rege kommentieren, wenn euch was auffällt, was ich besser machen kann, besser machen sollte oder besser machen muss. Wir gehen auf die Aktivitäten, allein daran seht ihr dieses neue Feld. Es gibt Prachtreisen, Prachtturniere und Prachthochzeiten, die einiges an Geld kosten. Und auch Festmahl, Jagden und Pilgerreisen sind nicht mehr einfach nur so zu vollführen. Wir kommen dazu sicherlich auch bei insbesondere dem Festmahl. Da werden wir ja sicherlich die Möglichkeit für bekommen, insbesondere wenn unsere Kinder mal heiraten sollten. Wer weiß, aber das sollen wir natürlich oder wollen wir zeitnah auch angehen. Es gibt also allerlei neue Möglichkeiten über den erstens Patch 1.9, wenn ich ihn jetzt richtig formuliere, und das DLC. Wir nehmen das hier Stück für Stück auf und ihr werdet sicherlich das ein oder andere entdecken, wenn ihr euch davon ein Auge machen wollt, wie dieser DLC ist und ob ihr euch ihn eventuell sogar selbst zulegen möchtet. Ist ein bisschen rausgelöst von den Entscheidungen, da ist jetzt nicht mehr so ganz viel drin. Können aber auch huldigen, zum Beispiel, das geht immer noch, jetzt in dem Fall nicht, weil König Philipp ein Kind ist, 14 Jahre alt, unser Lehnsherr, der König von Frankreich. Wir haben 770 Mann, gucken uns mal so ein bisschen um, erstmal im Reich. Und da kommt was ganz, ganz Wichtiges jetzt hier neu mit rein. Wir haben einen designierten Regenten. Reinhard Kudinis, selbstlos, das ist, und ihr wisst es seit eben, unser Spielererbe. Der designierte Regent ist in allererster Linie dafür wichtig, falls wir mal außerhalb unserer Grenzen sein sollten. Ich zeige euch das hier mal. Ihr seht das Herzogtum Flandern. Wenn wir das verlassen, beispielsweise um zu huldigen, wenn König Philipp von Frankreich den Thron offiziell besteigt, wenn er volljährig wird, dann verlassen wir unsere Landesgrenzen. Dann tritt diese Regentschaft hier ein und dann übernimmt Reinhard Patricks Sohn Kudinis für uns in unseren Landen. Und da ist es insofern interessant zu wissen, dass er treu, sprich selbstlos ist. Persönlichkeit ist äußerst ehrenhaft, plus 1000, also da passiert gar nichts in der Hinsicht. Das ist insofern wichtig, dass die Waagschalen der Macht, die ihr hier seht, Machtstufen sind, mit denen er potenziell uns vom Thron stoßen könnte. Nicht, wenn er selbstlos ist, ganz, ganz wichtig. Bei egoistischen Charakteren, wie zum Beispiel jetzt hier Bürgermeister Sicko von Röselare. Da wäre das schon eine andere Geschichte. Ist egoistisch, hat zwar eine gute Meinung von uns, könnte aber sehr viel eher diese Waagschalen hier entsprechend aktivieren. Da kommen wir sicherlich im Spiel noch zu und uns dann Probleme bereiten, wenn wir nicht zu Hause sind. Die Machtteilung des Lehnsherrn, ihr seht hier Herzog Thibaut von Champagne. Das zeige ich euch ganz kurz. Der Lehnsherr König Philipp ist 14 und der ist, weil er ein Kind ist, per se durch den Herzog Thibaut entsprechend hier als Regenten vertreten, um es mal so zu formulieren. Er ist tatsächlich egoistisch, insofern können wir da eventuell ein gutes Stück ablesen, was passieren würde, wenn wir uns auf einen Regenten einlassen, der egoistisch ist. Die Meinung vom Lehnsherrn ist bei minus 95, insofern ist sein Treuewert nicht besonders gut.
Ansonsten müssen wir mal gucken, was damit passiert. Aber das ist so die erste große Neuerung. Wir haben eine Lehnsautorität von 1, autonome Vasallen, können auf die begrenzte Lehnsautorität hochgehen. Wir gucken uns das aber gleich erstmal an, wissen noch nicht, wie unsere Vasallen tatsächlich ticken, wie sie uns zugetragen sind. Und insofern wissen wir um die Möglichkeit einer erhöhten begrenzten Lehnsautorität, lassen das aber für den Moment einfach mal an der Stelle beruhen. Wir gehen aufs Militär, haben 6 Ritter und hier Heerewart, tatsächlich einen sehr, sehr guten. Ihr seht es hier oben, wir können Auszeichnungen für unsere Ritter erschaffen. Eventuell müssen wir noch welche einladen, aber da sehe ich jetzt zu Beginn dieses Let's Plays keine Notwendigkeit für. Wir sehen aber was ganz anderes und Neues. Wir haben Kriegsvolkregimente, zum Beispiel die Mangonellen, und die sind nicht stationiert. Auch das ist neu. Ein Kriegsvolkregiment erhält Boni auf seine Wirksamkeit, wenn es an einem Besitztum stationiert wurde. Und das möchte ich an der Stelle jetzt einfach mal beispielsweise euch zeigen. Denn wir haben jetzt hier, teilweise auf Englisch leider, plus 0,03 pro Tag zusätzliche Belagerungsfortschritt. Die werden wir jetzt einfach mal in Ypern stationieren. Und so werden wir das jetzt nach und nach auch mit den Pikenieren machen, die in Brügge stationiert werden. Und dann haben wir es tatsächlich schon. Dann sind die alle mal an Ort und Stelle. Und das gibt uns entsprechende Vorteile. Mal gerade gucken, hier stationiert in Brügge. Zusätzlicher Schaden plus 4,4 und zusätzliche Zähigkeit plus 4,8 in dem Fall beispielsweise. Wir gucken uns unseren Rat an. Diese erste Folge, ihr werdet es nicht verwundert aufnehmen, für die, die Crusader Kings 3 schon oft gespielt haben. Und für die, die neu sind, auch sehr, sehr wichtig am Anfang, sich einfach einen riesen Überblick zu verschaffen über die Nachbarn, über die Gegebenheiten vor Ort, damit wir wissen, mit wem und wie wir es zu tun haben. Wir haben den Grafen Henry, einen durchaus gebildeten Bischof, der uns nicht billigt. Da müssen wir dran. Und das ist insofern eventuell sogar das Erste, was wir tun. Wir sind ehrlich, gesellig. Also aus unseren Eigenschaften erkenne ich da nichts, aber wir werden ihn sicherlich beeinflussen. Und das sieht doch ganz gut aus in 11 Monaten. Wir schmieden dieses Komplott und beginnen damit. Wir haben einen furchtbaren Ratskanzler, Graf Robert. Das werden wir auf jeden Fall ändern. Er ist Vasall und Ritter von uns. Die Meinung über uns ist bei minus 40. Das ist nicht viel. Und trotzdem müssen wir da noch ein bisschen gegenfeuern. Bürgermeister Sicko ist hier der bestgeeignetste. Das ist unser Ratsspitzel. Deshalb gucken wir, ob wir da was Besseres zur Verfügung haben. Ja, und das ist ein Vasall von uns, Bürgermeister Ludewijn von Dünkirchen, den wir hier gerne für Sicko einsetzen. Wobei wir den erstmal hier für Robert ranholen. Und Robert ist auch natürlich ein furchtbarer Ratsspitzel und insofern geht es hier auf Bürgermeister Ludewijn, den wir entsprechend. Oh, das müssen wir uns mal angucken. Robert bei minus 39. Wir nehmen jetzt Ludewijn rein. Jo, und jetzt ist er bei minus 100. Wow. Und das ist tatsächlich ein Vasalle aus der Minderheit. Da geht es um die Vasallenhaltung. Auch das ist neu. Jeder Vasall hat eine Vasallenhaltung, die sich auf die Meinung auswirkt, welche er von seinem Lehnsherrn hat und auch darauf, welchen Erben er als Nachfolger für sein Reich bevorzugt. Vasallen mit derselben Haltung werden dieselben Dinge mögen und nicht mögen. Ein Beispiel: Alle Ruhmesjäger-Vasallen verlieren ungern Kriege. Jede Vasallenhaltung bevorzugt einen bestimmten Erben. Bei der Nachfolge erhält der Vorzugserbe einen Meinungsbonus. Wird der Haupterbe nicht bevorzugt, erhält er stattdessen einen Meinungsmalus. Er ist von der Minderheit und mag uns jetzt mal de facto so gar nicht. Vasall und Ritter. Gefährlich, definitiv. Der Graf von Lille, den müssen wir eigentlich sofort mal anpinnen. Insofern, um ihn eventuell zukünftig ein bisschen besser mit uns zu stellen. Aber er hat einfach wenig Fähigkeiten. Er wäre noch ein ganz guter Ratsverwalter. Da könnten wir Bodewain rausnehmen. Gucken uns das mal an. Aber auch Baudouin, der Dritte, nee, ja doch, der Dritte, möchte einen Sitz im Rat. Wir versuchen es trotzdem, der ist zumindest bei 79 und dann ist Graf Robert von Lille wieder etwas besser uns gesonnen. Graf Eustache, der Zweite, ist nicht, das habe ich schon gesehen, eben der beste Ratsmarschall. Den werden wir tatsächlich auch ablösen. Vasall und Ritter von uns, er ist aus der Boulogne. Wir gehen aber auf Heerewart, der Wache von Oslak. Das ist unser bester Ritter. Und der ist natürlich ausgezeichnet geeignet als Ratsmarschall. Und auch hier werden wir
Eustache äußerst verärgern. Das ist ein bisschen schade, aber wir können es nicht ändern, zumindest nicht im Moment. Und insofern ist das unser Rat hier für den Start. Herzogin Juliana, wir gucken uns an, sie ist sehr gut im Ränkespiel tatsächlich und insofern würde ich hier eventuell das höfische Ränkespiel auch mit hinzunehmen, sodass wir davon profitieren und auf einmal ein guter Ränkespieler werden. Das könnte uns insbesondere jetzt weiterhelfen, wenn wir daran denken, wie schlecht manche Grafen uns gegenüber hier entsprechend Graf Eustache, der Zweite von Boulogne, gelitten sind. Gehen wir ins nächste Menü, die Höflinge. Da gucken wir mit der Zeit drauf. Einen Hofarzt werden wir suchen. Ich weiß gar nicht. Nee, wir haben hier nur schreckliche. Bedeutet eine unserer ersten Entscheidungen. Da gehen wir gerade drauf. Wir suchen einen Arzt. Beginnen diese Suche und gucken, was da kommen wird. Ansonsten sind wir hier durch. Ränkespiel natürlich auch noch nichts, außer die Beeinflussung unseres Bischofs Henry bekannt. Fraktion gibt es keine, Gott sei Dank. Die Entscheidungen... Einen Karawanenführer suchen, da kommen wir noch zu, wenn wir das erste Mal reisen. Müssen wir jetzt hier nicht machen. Ritter einladen müssen wir für den Moment auch nicht. Können wir aber sehr zeitnah dann angehen. Und Aktivitäten? Ja, wir achten auf eine Jagd, Pilgerreise oder ein Festmahl. Wir wollen sicherlich ein Festmahl abhalten, weil wir gesellig sind. Wir verbringen gerne Zeit mit anderen Menschen. Aber es muss einen guten Grund dafür geben, zumindest zu Beginn. Und der gute Grund könnte sein, dass Reynard, unser Spielererbe, tatsächlich sich verlobt bzw. heiratet. Wir gucken mal, ich habe tatsächlich vorher nicht geguckt, wer hier in Frage kommt. Oh, und das sind extrem komplizierte Namen. Denis Fersch Bledin Mathrafal, Walisische. Tja, da ist die Frage, wie gut sind die Bündnisse, die wir schließen können? Graf Richard von Evreux. 80 Jahre alt. Hut ab an Richard. Die stärkste Bündnismacht holen wir uns tatsächlich mit Herzog William II., der Bastard von der Normandie, wenn wir unseren Spielererben mit Cecilia verloben würden. Gucken uns die mal an. Neugierig, mitfühlend, arrogant. Aber sie ist auch erst 9, wohlgemerkt. Bündnis weit überlegen. Sie würde es sogar annehmen. Okay, wow. Das ist natürlich für die Absicherung wirklich signifikant. Und dann weiß ich nicht, warum wir es nicht machen sollten. So ein starkes Bündnis. Ja, sie braucht noch 7 Jahre, bis diese Heirat hier letzten Endes vollzogen werden kann. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wäre ein sehr, sehr starkes Bündnis. Ich weiß nicht, ob das auch gehen würde mit unserem zweitgeborenen Sohn. Wir gucken uns das mal an. Oh, tatsächlich, okay. Dann ist es die Frage, also wir wissen um dieses starke Bündnis, wir gucken gerade nochmal auf unten die Truppenanzahl, die wir haben. Es ist nicht sonderlich viel, 770 oder 75, da wissen wir schon, dass wir Verstärkung brauchen. Es ist interessant, dass das funktioniert, aber wir sind Herzog, keine Frage. Und insofern, na, gehen wir, gucken wir nochmal die Alternativen an. Das nächste ist, ja, das nächste ist hier die 1500-Geschichte mit Prinz Bledin ab Zinfün. Der kommt, ja, wir sehen es schon, tatsächlich hier oben aus dem Nordwesten Englands. Hat 1500 Mannen. Nee, dann würde ich tatsächlich einmal auf jeden Fall ein Bündnis, wobei sowohl als auch schlagen. Sie ist 17, da könnte tatsächlich jetzt dann schon Erbmaterial tatsächlich entstehen, wenn die beiden heiraten. Vielleicht machen wir es dann so. Wir nehmen die 17-jährige Denis Verspledin. Sie ist rachsüchtig, feige und sprunghaft. Wir hätten die keusche Hunnit als Option und Gwenlian Verspledin, die zynisch, tapfer und gerecht ist. Ebenfalls zur Verfügung. Wir machen es aber einfach so, dass es hier für die damalige Zeit, im Jahr 1066 wohlgemerkt, haben wir begonnen, ja, üblich war, dass die Frauen, denke ich mal, jünger waren als die Ehegatten. Insofern werden wir das vorschlagen. Prachthochzeit ist möglich, ihr seht das und das zeige ich euch jetzt an der Stelle. Es ist ein Versprechen, die Prachthochzeit auszurichten, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Heiratsangebot angenommen wird. Kosten durchschnittlich 400 Gold,
Und sind beide Ehepartner Erwachsene, haben wir dann 3 Jahre dafür Zeit, um das Versprechen zu erfüllen. Sonst gibt es ernsthafte Konsequenzen, wie es hier steht. Und ihr seht es ja hier, die Prachthochzeit ist hier. Werden wir hier nicht machen, aber wir gucken mal. Von 29 plus geht es auf 69. Ermöglicht es uns tatsächlich dann auch, wenn man jetzt mal hier eventuell schaut. Ja, wobei, schlechtes Beispiel, beim Heiligen Römischen Reich gibt es keine Kinder, er ist 16, König Philipp ist 16. Der König von England hat eine Prinzessin und hier können wir mal schauen, Heirat arrangieren mit unserem Ältesten. Ja, wird nicht annehmen, aber über die Prachthochzeit würde das tatsächlich gehen. Aber auch nur 3.300. Was heißt nur, das sind extrem viele Mann bei König Harold II. Godwin Wineson von England. Ich werde das hier aber in dem Moment noch nicht tun, insbesondere weil das Ganze uns natürlich 400 Gold kostet. Die Notwendigkeit haben wir einfach gerade gar nicht. Das heißt, wir konzentrieren uns, je nachdem wir jetzt alles mal ein bisschen ausklabüstert haben, dann doch wieder auf die Möglichkeiten und heiraten mit Reynard Patrickson Kudenis. Dennis Fersh-Bledin, Mathrafal, hier entsprechend, weil es einfach so möglich ist. Vorschlag wird abgeschickt. Wir machen aber auch noch was weiter. Wir verheiraten Eisbrand Patrickson Kudenis. Ich hoffe, dass euch das nicht gänzlich auf die Nerven geht, aber ich spreche sehr gerne aus und ich hoffe, es klingt nicht komplett fürchterlich. Wir verheiraten ihn, ob der Bündnis macht, mit der neunjährigen Cecilia de Normandie. Auch das wird angenommen und das ist ein Riesenbündnis. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist eine Absicherung, wie wir uns sie besser nicht vorstellen könnten. Das muss man wirklich so sagen. Und gucken dann noch auf Yolanda Patrickstochter Codinis, die 17 Jahre alt ist und auch schon heiraten kann tatsächlich. Von Relevanz ist, tja, ein Bündnis mit dem Herzog Conan Mab Alan von Bretagne. Erst hat, oh, sie könnte tatsächlich, ja, okay. Oh, Herzog der Bretagne, wir gucken uns das mal hier gerade an. Damit würde sie uns natürlich verlassen. Aber ist keine schlechte Partie. Gar keine schlechte Partie. Wenn wir mal auf Matrilinear gucken. Ah, hier können wir übrigens filtern, das sehe ich jetzt gerade. Also wie gesagt, ich werde viele Dinge mit euch herausbekommen. Wir können hier nach der Prachthochzeit filtern. Insofern gucken wir mal drauf. Naja, dann sehen wir hier so jemanden wie. Also, über Jaffres Map Alan ist immer noch dieses Bündnis möglich. Naja, da kommen dann einfach Optionen hinzu. Ihr seht es hier, wenn ich das anklicke. Derija Michailic zum Beispiel von Herzog Michailo Vojislavic von Duklja. So viel dazu. Wir gehen aber wieder ganz fein zurück und konzentrieren uns auf den Herzog Conan. Conan der Barbar, möchte ich fast sagen. Er wird das annehmen. Ja, und Kinder aus dieser Ehe werden zur Dynastie von Herzog Conan gehören. Aus der Dynastie Prydain. Wobei hier Haus Renn steht. Und das werden wir entsprechend auch abschicken. Ich denke, mit einem Herzog ist das nicht verkehrt. Yolanda Kudenis erhält 500 Prestige, weil sie heiratet in das Haus Prydain ein und sie heiratet einen Herzog. Ja, und der Herzog bekommt 100 Prestige, ist ein enger Verwandter von. Er ist ein Verwandter von uns? Warum steht hier enger Verwandter, wenn es nur ein Herzog ist? Das ist ein bisschen merkwürdig. Trotzdem werden wir die Ehe vorschlagen und die wird sicherlich angenommen. Wir können eine Prachtreise machen, wir können ein Prachtturnier machen und wir können, oh, einen Lebenswandel aussuchen und das machen wir jetzt und an der Stelle natürlich. Wo werden wir hingehen? Was wollen wir tun? Vorzüge zum Freischalten, 6 Stück in der Bildung, ist das wahr? Muss mich gerade erstmal orientieren, aber warum sollten wir nicht noch auf Bildung gehen? Wir sind gelehrt, wir sind scharfsinniger, intellektueller. Ich denke, das ist durchaus realistisch, hier den Lebenswandel in Richtung Bildung festzulegen. Und dann gehen wir auf die, ja, Gelehrsamkeit wahrscheinlich. Das wissen jener, die uns vorangingen, das wissen jener, die noch leben und das Wissen um die andauernden Wahrheiten. Bildung geht stark hoch. Ja, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Und jetzt haben wir.
sechs Vorzüge, die wir noch machen können. Gehen wir auf den Theologen, auf den Gelehrten oder auf den gesunden Körper? Der Gelehrte, Philosophie, Natur und Allgemeinbildung. Moment, jetzt muss ich mich nochmal orientieren. Wir sind schon Gelehrter. Das ist ja ein bisschen doof, dass wir das da nicht durchgezogen haben. Beziehungsweise schon steht, dass wir das alles gemacht hätten, weil das habe ich ja schon ausgewählt, dass wir diesen Lebenswandel tatsächlich beschritten hätten. Also lassen wir den Gelehrten weg, weil den würden wir dann doppelt erlangen und das scheint mir ein bisschen buggy, dass es hier noch die Möglichkeit gibt. Wobei, wir gehen nicht auf den Gelehrten letzten Endes, die Möglichkeiten hier könnten wir trotzdem ausnutzen. Als Theologe, die Göttlichkeit birgt die Antwort auf jede Frage in sich, von den wahren Inhalten der Herzen des Menschen bis zu den noch größeren Mysterien des Lebens. Ich glaube, vielleicht gehen wir einfach auf den gesunden Körper, der uns Fruchtbarkeit hinzugibt, was ja interessant mit unserer Lüsternheit ist. Mittlerer Bonus der Gesundheit und Anspannungszuwachs minus 20%. Wir gehen über die anatomischen Studien. Einen Hofarzt anzuwerben, kostet weniger Hofarztbehandlungen, haben bessere Ergebnisse. Ausgezeichnet, damit sind es noch fünf. Ja. Dann gehen wir auf Hände waschen, geringere Wahrscheinlichkeit, sich Erkrankungen zuzuziehen und die geringere Wahrscheinlichkeit, dass Höflinge sich Erkrankungen zuziehen. Das ist nicht schlecht. Also eine Konstitution, Krankheitswiderstand, Fruchtbarkeit geht hoch, massiver Bonus auf den Krankheitswiderstand nehmen wir auch sehr gerne. Ja, und das sind jetzt hier noch Möglichkeiten, die wir haben, weil wir wahrscheinlich den Charakter auch einfach erstellt haben. Ihr seht mir das an der Stelle nach. Der Anspannungszuwachs minus 20% unbeschwert. Das passt ganz gut, wie ich finde. Ich möchte das begründen, weil wir ja auch gesellig sind. Ich kann mir vorstellen, und das ist übrigens der Hinweis, wir werden das schon und gerne wieder rollenspieltechnisch hier angehen, dass Herzog Patrick hier einfach ein Typ ist, der sehr frei als Herzog die Vorzüge und schönen Seiten des Lebens genießt. Nicht nur, weil er lüstern ist, sondern auch, weil er gesellig ist. Und dazu passt die Unbeschwertheit, denke ich, doch ganz gut. Die geistige Robustheit wäre so das Vorletzte. Wir können hier aber auch gerne schon über die Zurückhaltung mal gerade gucken. Ja, wir sind hier gelehrt und alles. Wenn wir hier zur Selbsterkenntnis kämen, das ist noch ganz interessant. Die Zurückhaltung noch zuerst und dann, wenn der Tod aus natürlichen Ursachen ein Jahr entfernt ist, erhalten wir eine Warnung. Ich denke, darauf werden wir mal gehen. Und dann haben wir das an der Stelle und können uns weiter in der Richtung bilden. Als letztes in dieser ersten Episode sehen wir uns nochmal die derzeitige Lage an. Wir haben keinen Hofarzt, das läuft jetzt gleich. Bischofbilligungen sind wir auch dran. Mächtige Vasallen erwarten Ratsposten, auch da sind wir dran. Kriege können wir erklären. Kaiser Heinrich und Kaiser Harold II. Von England, ja, das machen wir an der Stelle natürlich erstmal nicht. Wir können eine Auszeichnung erschaffen. Und das geht eben um diese Ritter. Wir bekommen ja auch noch den Tooltip angezeigt. Wir überspringen das mal an der Stelle, machen das sicherlich ein anderes Mal. Und Familienmitglieder können heiraten, darum haben wir uns gekümmert. Das heißt, wir werden hier gerade mal kurz ins Spiel reingehen, gucken, was passiert. Ja, und da sind die Bündnisse geschlossen. Einmal, zweimal und dreimal. Sehr gut. Das ist schön. Und damit sind wir hier entsprechend mit der Bündnismacht. Ja, die Verbündeten 3200 steht hier in Anführungszeichen nur die 1,5 vom Prinzen von Gwynedd. Mal gerade gucken, ob sich es noch ein bisschen updatet. Doch, da geht es schon um den Hofarzt. Da kommen wir gleich zu. Herzog William, der Bastard der Normandie, das scheint irgendwie noch nicht ganz gefruchtet zu haben. Müssen wir uns nochmal angucken. Diese Welt ist voller Gefahren, selbst für einen Herzog und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlungen umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl vorbereitet. Wir haben einen athletischen Robert, angesehener Arzt, und ihr seht hier tatsächlich ist ein Jungarzt-Eigenschaftspfad, den er durchgespielt hat auf Stufe 2. Bildung plus 2, Krankheitswiderstand mittlerer Bonus, nicht schlecht. Alternativ ist die wandernde Cecily und sie ist na, da nicht so wirklich begabt drin. Bedeutet, wir kommen eher auf Robert zurück, der uns 25 Gold kostet und ein monatliches Salär abzieht. Aber als Hofarzt, denke ich, ist er sehr, sehr gut geeignet. Und damit haben wir auch einen Hofarzt. Freut mich sehr.
Den haben wir natürlich bei den Höflingen und die Eignung, ihr seht, er ist gut, er ist angesehener Arzt, es gibt einen Pluswert von 40, nicht schlecht. Ansonsten gucken wir abschließend nochmal auf unsere Bündnismacht, die hier immer noch bei 3200 steht. Verheiratet sind Dennis Fersch, Bledin Mathrafal und Reynard schon. Ah ja, okay. Alles ist gut. Das Bündnis kommt natürlich erst zum Tragen, wenn Cecilia von der Normandie 16 ist und die Hochzeit durch ist. Insofern ist alles gut. Haupterbe ist übrigens Graf Robert Kurthose oder Kurthos. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Französisch gesprochen wahrscheinlich Kurthose von Main. Lassen wir das an der Stelle mit den Bezeichnungen. Ich freue mich über dieses neue Let's Play. Ich freue mich über das Herzogtum von Flandern, wie es letzten Endes heißt. Ich freue mich über Herzog Patrick und seine Gattin und über den Start in dieses wunderschöne neue Let's Play. Tours & Tournaments, der neue Patch ist da. Let's Splinter spielt über diese wunderbaren Ereignisse nun ein neues Let's Play im Rollenspielmodus. Ich freue mich sehr drauf. Schön, dass ihr die erste Folge geschaut habt. Ganz zum Schluss nochmal die kleine Werbung. Gerne auf den Abo-Knopf drücken. Wir sehen uns in der zweiten Folge, die übrigens dieses Wochenende auch noch erscheint. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.